Juwelen, die Deko in meiner neuen Wohnung möchte ich zum größten Teil selber machen und deswegen sind wir gerade dabei, ein Glaspainting zu malen. Damit es dann am Ende auch so aussieht, ist es bei diesem Painting super wichtig, dass ihr erstmal mit den dunkelsten Sachen anfangt. Das heißt, es werden jetzt erstmal alle Schatten angemalt. Ich mache es gerne so, dass ich das ganze Bild erstmal in Partien unterteile. Wie zum Beispiel die Haare und wie gesagt, ich male erst das Dunkle und dann das Helle. Wichtig ist, dass ihr am Ende dann den Lichttest macht. Ihr müsst das ganze Bild einmal gegen das Licht halten und sobald Licht durchkommt, müsst ihr auf jeden Fall noch mehr Farbe drauf machen. Und genau das gleiche habe ich dann nochmal mit dem Stirnband gemacht. Und hier könnt ihr jetzt schon mal sehen, wie es dann am Ende aussehen soll. Und im nächsten Part machen wir weiter.